Hallo Leute, ich bin's wieder hier mit dem Beamer im Hintergrund. Ja, wir sind cool, haben einen Beamer. Also er, nicht ich. Auf jeden Fall haben wir hier unsere 64-Bit Windows CD. Ich weiß, es ist gerade ein wenig dunkel. Soll aber auch so sein, sonst wäre der Beamer scheiße. So, ist übrigens ein sehr schöner Beamer, muss man dazu sagen. 1080p, 144 Hertz, oder? Ja. Soweit ich weiß. 3D, fähig mit Shutter halt. Aber ist eigentlich Standard Shutter. Fast. Ja, eigentlich ist Standard Shutter. So. Doch. Nein, den machen wir aufs neue Gehäuse. Stimmt. Oh Mann. Okay, also Tastatur und Maus. Wo haben wir die denn? Die Maus und die Tastatur. Wir haben hier eine Tastatur und hier eine Wireless-Maus, denn sonst hat es keinen Zweck, am Beamer zu arbeiten. So, jetzt überlege ich mir gerade, wo ich mich hinsetze. Setze ich mich einfach hier an den Trackerplatz. Oder nein, eigentlich mache ich es. Da habe ich ganz viel Zeugs, was du zerplatzen kannst, wenn du willst. So, mal schauen. Ich muss halt gucken wegen Soundqualität, dass ich mich möglichst nah an die Kamera setze. Hat auch super funktioniert. So ein Gehäuse kann man auch super benutzen. So. Drücken wir doch mal F2. So, dann warten wir mal gleich. So, und ich kann hier noch ein bisschen vor dem Ding rumhandeln. Weil hier so, wenn ich mich so hinsetze, so voll stylisch und dann so reinlabern. Hey Leute, was geht? Elotrix hier und so. Und hier haben wir einen Holztisch, da kann man draufklatschen und. Na, okay, lassen wir es. Auf jeden Fall, ja. Ich werde wahrscheinlich demnächst nochmal ein paar Videos zu sowas machen. Ich werde erstens auch noch ein Video machen, wie ich jetzt selber meine neue Grafikkarte einbauen werde. Ich kriege ja meine 87 und dann werdet ihr auch endlich mal meinen PC sehen. Denn den hat ja noch keiner bisher gesehen. Auf YouTube. Und deswegen dachte ich mir, was mache ich? Ich habe ja auch bald 250 Abos. Fehlen nur noch 5 Leute. Oder sowas und dann dachte ich mir so, Gewinnspiel habe ich leider kein Geld, weil wie ihr wisst, kaufe ich mir eine neue Grafikkarte und die ist teuer. Und dann bleibt leider kein Geld übrig. Diesmal wird wahrscheinlich Weihnachtsspecial und Weihnachtsspecial und Silvester Special, also was heißt Special Video. Oh, es geht alles. Laber ich noch kurz fertig. Wird auf jeden Fall einmal das Video vom Auspacken. Wird Weihnachts sozusagen so, weil das auch sein Weihnachtsgeschenk ist und wir haben das jetzt schon vor Weihnachten zusammengebaut, damit er es dann zu Weihnachten komplett bekommen kann und ich nicht nach Weihnachten oder keine Ahnung wie, auf jeden Fall. Und dann das Zusammenbauen kommt dann zu Silvester, weil ich kein Geld für ein Abo habe, sage ich dann, für ein Special. Tut mir leid. So, und dann machen wir einfach mal Smart Wire. Boah, Alter. Das haben die gehört. Naja, haben sie nicht, diesen geilen Furz. Leider. Oh, fuck, Alter. So, und jetzt habe ich eigentlich wieder Zeit. Ach nee, warte.
Scheiße, der Produktcode. Gib mir die Hülle. Passt. So, gut. Damit wird erstmal Windows installiert. Sollte jetzt nicht allzu lang dauern, aber auch nicht allzu kurz sein. Entweder finde ich jetzt noch irgendwas zum Labern oder wir machen einfach an der Stelle einen Cut. Mal wieder. Okay, warte, wir machen erstmal einen Cut. So, wie man hier so schön sehen kann, 6%, die haben es bald geschafft. 7, oh, es steigert sich. Auf jeden Fall, ja, nochmal zum Thema Special und sowas. Ich werde es wahrscheinlich entweder 250, werde ich wahrscheinlich meine Grafikkarte einfach einbauen als Video. Das wird dann später gar kein Special mehr sein, weil ich das wahrscheinlich öfter machen werde irgendwann. Aber zumindest jetzt ist es noch eins. Und ja, was ich dann zu 300 mache, da mache ich dann wahrscheinlich wieder ein Gewinnspiel, weil da habe ich dann wahrscheinlich wieder Geld. Oder ich mache ein Unboxing von meiner Kamera, je nachdem, wann ich 300 schaffe. Und naja, wenn ich da noch keine 300 habe und die schon habe, dann mache ich halt kein Unboxing, dann mache ich ein Unboxing von meiner Kamera, bloß halt nicht als Special. Naja, und sonst würde ich einfach sagen, Gewinnspiel, wie jedes Mal halt sonst. Aber wir sind schon bei 28%, also habe ich noch ein bisschen Zeit. Nee. Und genauso habe ich ja jetzt zurzeit so oder so noch meine Dinger und meine anderen Projekte und ja. Deswegen, so oft wird es jetzt auch nicht kommen, weil so oft tun sich Leute dann doch keinen neuen PC kaufen. Außer ich. Ich tue mir ständig irgendwas Neues kaufen. Ich glaube, alle dreiviertel Jahr ist das bei mir schon fast Standard geworden. Wenn ich mal überlege, diese Grafikkarte, die da drin ist, beim Leo jetzt, ist meine alte, die ich vor 1,5 Jahren oder sowas schon gekauft hatte oder sowas. Ich glaube, meine letzte habe ich jetzt vor einem Jahr, vor einem Dreivierteljahr auch wieder gekauft. Und naja, meine letzte habe ich auch nach Weihnachten gekauft. Also ich habe meine letzte Grafikkarte, habe ich vor, nach Weihnachten gekauft, weil ich da endlich Geld hatte. Meine vorletzte habe ich zu meiner Konfirmation bekommen, weil ich bin Protestant, das ist mir egal, weil ich, ich glaube so oder so kaum an irgendwas, außer an die Wissenschaft und faktastisch. Nee, auf jeden Fall, ich denke mir halt, naja, ich habe noch hier meinen dritten Finger. Und diese werde ich mir jetzt auch wieder nach Weihnachten kaufen. Und naja, das ist schon fast so im Jahrestakt mehr oder weniger. Jedes Jahr eine neue Grafikkarte. Und ja, mein Gott, mir macht's nichts aus. Weil bisher habe ich eigentlich mir immer nur die Mittelklasse, untere Mittelklasse Modelle gekauft. Wie zum Beispiel die 560 Ti und die 660 Ti. Die jetzt nicht wirklich die Oberklasse sind. Und jetzt werde ich mir halt eine 87 kaufen und das ist eine Oberklasse. Und ja, dementsprechend wird sie auch länger halten, hoffe ich. Und wenn, dann wäre es wirklich die erste Grafikkarte, wo ich mir überlege, wirklich SLI-Verbund zu schalten. Weil ich glaube, das ist das Einzige, wo es sich bei mir dann lohnt, weil diese Grafikkarte kostet mich 450 Euro. Und naja, die werde ich dann wahrscheinlich wirklich in SLI-Verbund hauen, weil die könnte man auch noch lang genug kaufen. Und ja, da gibt es dann auch wieder was zu schauen für euch. Aber das ist ja halt eine Nebensache. So, und ich muss mal mein Handy aufladen, denn das hat gerade vibriert, dass es zu wenig Akku hat. Und das will ja keiner. Nemo macht mal Platz für fette Laut. Kind. Reboot oder abgeschmiert? Reboot, hoffe ich. Ja. So, ich bin auch perfekt fertig geworden.
mal sagen, den Rest muss man ja nicht mehr unbedingt zeigen. Mhm. Also würde ich sagen, wir, weil das Installieren dauert jetzt wahrscheinlich noch irgendwie eine halbe Stunde oder sowas, dass man alles installiert hat. Ich würde sagen, wir sind hiermit fertig. Man kann hier ja nochmal so kurz zeigen, was man so geschafft hat. Und nein, es sind Queste. Was man so schön geschafft hat hier. Ja, scharf, oder? Ja. Ja, hier hat man so wunderschön geschafft, diesen PC einzubauen. Hallo Leute, und ja, ich bin hier wieder zurück bei mir im Zimmer und ja, in der gewohnten Umgebung, und auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu machen und trotzdem noch halbwegs Inhalt reinzubringen. Es wurde natürlich trotzdem lang, so ein PC zusammenbauen ist auch keine Sache von 15 Minuten, das ist klar, ich hoffe, das wisst ihr auch alle. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen, mein zweiteiliges Special. Das Special bestand jetzt eher aus Unboxing, PC zusammenbauen, dank dem Zeitraffer, und dann Setup von Windows. Ja, und ja, damit würde ich sagen auch ciao, und wir sehen uns in einem weiteren Let's Play. Tschüss.